Eine 17-jährige Surferin wird am Montag vor den Augen ihrer Eltern in Australien von einem Hai attackiert und getötet. Die Jugendliche surft gerade mit ihrem Vater vor der Küste von Esperance in Westaustralien, als ein Raubfisch sie unter Wasser zieht und ihr das Bein abreißt. Ihr Vater kann sie zwar noch an den Strand bringen, wo die Mutter bereits die Rettungsdienste alarmiert, aber für das Mädchen kommt jede Hilfe zu spät. Sie verstirbt an den Folgen der Haiattacke. Letitia would be greatly missed by her family, friends and everyone who knew her. Der Vater und seine Tochter surften gerade weiter draußen, als es zum Angriff kam. Der Vater hat alles, was möglich war, getan, um seiner Tochter zu helfen. Aber leider war es nicht möglich, sie zu retten. Die Behörden haben jetzt den Strand für Besucher geschlossen. An den Küsten Australiens kommt es immer wieder zu tödlichen Angriffen von Haien auf Menschen. In dem Land ist Wassersport sehr beliebt. Haie betrachten Menschen allerdings als Beute und lassen sich dadurch in Ufernähe locken.